Glyphosat steht im Verdacht, mit für das Insektensterben und damit auch für das massive Vogelsterben verantwortlich zu sein. Jetzt will die Bundesregierung das Unkrautgift endlich verbieten, in 4 Jahren. Endlich oder zu spät? Klickt um Nature, hier gibt es täglich spannende Videos zu Natur- und Umweltthemen. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Es gibt eine wirklich gute Nachricht. Nachdem der damalige CSU-Landwirtschaftsminister Christian Schmidt im Alleingang und gegen die Entscheidung der Koalition auf EU-Ebene für eine weitere Zulassung von Glyphosat gestimmt hat, ist es jetzt endgültig vorbei. Und schon nächstes Jahr wird es deutliche Konsequenzen haben. Das war 2017 wirklich ein Riesenskandal und wirklich auch eine ziemliche Sauerei oder ein Vertrauensbruch, wie es vom Koalitionspartner SPD hieß. Und das war auch wirklich unanständig und einem Bundesminister nicht würdig. Heute ist der Bundesminister außer Dienst und darf sich um die Barrierefreiheit und weitere Verbesserungen am Bahnhof Oberdachstetten kümmern, wo er dann aber auch Gott sei Dank nichts mehr entscheiden darf. Da kann er wahrscheinlich nicht mehr so viel Unheil anrichten. So ist er, der Schmidt, hat der Mann wirklich gesagt, als er den Frevel beging. Beruhigend ist dann nur, dass solche Flitzpiepen dann doch schnell außer Dienst gestellt werden. Wobei, es sind ja noch genug im Dienst. Aber dieses Mal hat dann doch einigermaßen die Vernunft gesiegt. Ab nächstem Jahr ist die Verwendung von Glyphosat für Privatgärten und öffentliche Flächen untersagt. Bauern dürfen Glyphosat nicht mehr vor der Ernte anwenden. 3/4 der Glyphosatmenge wird damit schon nächstes Jahr nicht mehr versprüht werden dürfen. Es wird sehr spannend, ob dadurch wirklich das große Insektensterben zurückgehen wird. Denn die Schädlichkeit von Glyphosat ist höchst umstritten. Wahrscheinlich sind für das Insektensterben zahlreiche Gründe ausschlaggebend. Weniger Flächen, Pestizide, Klimawandel. Sicher ist nur, dass die zunehmende Industrialisierung der Landwirtschaft Mitverursacher ist. Aber was genau passiert, ist fraglich. Glyphosat könnte mit ein Grund sein. Auf jeden Fall muss dringend gehandelt werden, weil ansonsten eine dramatische Veränderung unserer Tier- und Pflanzenwelt zu befürchten ist. Und das wird auch für uns Menschen unangenehm. Laut Spiegel begrüßt der Verband der kommunalen Unternehmen VKU den Beschluss, was dem Insektenschutz gut tut, tut auch dem Schutz der Gewässer gut. Wir müssen deswegen jetzt gegensteuern und die Einträge von Pflanzenschutzmitteln insgesamt verringern, so VKU-Vizepräsident Carsten Specht. Die Bundesregierung will zusätzlich weitere 100 Millionen Euro für den Insektenschutz ausgeben und ab dem 31. Dezember 2023 soll Glyphosat dann grundsätzlich verboten werden. Und insgesamt sollen Unkraut- und Insektenvernichtungsmittel deutlich reduziert werden. Solche Mittel sollen ab 2021 in Naturschutzgebieten, Naturdenkmälern und Naturparks verboten sein. Da fragt man sich, warum die da überhaupt erlaubt waren. Naja, es ist ja schon mal eine einigermaßen gute Nachricht, dass da überhaupt etwas passiert. Und noch woanders weiß niemand so genau, was passiert und wie schädlich das ist. Gefahren durch Mikroplastik. WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, tappt im Dunkeln. Anklicken, anschauen und Klicks um Nature abonnieren natürlich. Bis dann. Bleibt dran.